Hey, Vorsicht! Moin liebe Traxer und willkommen zu diesem neuen Video. So viele von euch haben mich gefragt, Matti, kannst du nicht wieder ein Cardistry Tutorial machen? Ja, es ist ultimativ lange her, dass ich das letzte Mal so ein Tutorial gemacht habe und deshalb an die Hunderte und Tausende von euch. Bitteschön. Heute geht es, wie ihr im Intro schon gesehen habt, um The Worm. Das wahrscheinlich ikonischste Flourish schlechthin, erfunden von Dan und Dave Buck. Es ist eins der ersten Flourishes, die es so jemals gab. Kurz, falls es irgendwen hier gibt, komm, geh mal weg jetzt. Kurz, falls es irgendwen hier gibt, der Dan und Dave nicht kennt. Dan und Dave Buck sind im Prinzip die Begründer der Cardistry und die ersten Cardists überhaupt, haben Cardistry groß gemacht und auf The System viele dieser Flourishes erklärt, die wir jetzt heute kennen. Beispielsweise The Worm. Mittlerweile ist dieses Flourish nicht mehr nur noch auf der DVD The System zu lernen, sondern Dave hat mittlerweile auf dem Kanal von Chris Ramsey ein öffentliches Tutorial gemacht, weshalb ich es für mich in Ordnung sehe, das Ganze ebenfalls hier auf YouTube für euch kostenlos zu erklären. Mir fehlt ein vernünftiges deutsches Tutorial, in dem The Worm ausführlich richtig erklärt wird. Es gibt Tutorials, die sind nicht immer ganz richtig. Ich möchte euch heute genau so das Ganze beibringen, wie es Dan und Dave sich gedacht haben, Anfang der 2000er. Ich habe das Ganze von Dan und Dave gelernt. Ich empfehle euch, lernt es von ihnen, lernt Moves immer von den Creatoren, denn die wissen am besten, wie es geht. Ich möchte hier jetzt nur für diejenigen eine Alternative bieten, die Englisch nicht so gut verstehen und das Ganze auf Deutsch lernen möchten. Ich werde inhaltlich nichtsdestotrotz 1:1 dasselbe sagen, was Dave auch in seinem Tutorial sagt. Genug Einleitung, legen wir direkt los. Kurz zu den Karten, die ich benutzt habe im Intro. Das sind die Somnium Noctium Karten. Es gibt nur noch 10 Bricks davon und das war's. Einzeldecks, alle ausverkauft. Halfbricks, alle ausverkauft. Es gibt nur noch Bricks und zwar 10 Stück. Links in der Videobeschreibung. Wenn die weg sind, ist die Noctium Edition für immer und ewig weg. Da kommen keine 2.500 noch wieder zurück, wie bei Shadow oder sonst was. Wenn die weg sind, sind sie weg. Die werden nicht mehr produziert. Ich mache das heute ein bisschen ausführlicher, aber dafür seht ihr alle Winkel und seht ganz genau, wann macht welcher Finger was. Schnappt euch eure Karten, bestenfalls etwas ältere Karten. Hier zum Beispiel habe ich ein altes Noctec. Ihr seht den Unterschied alleine schon in der Farbe der Border, ja? Der Vorteil bei älteren Karten ist, sie kleben eher zusammen und die Packets fallen euch nicht so schnell auseinander, weil sie aufgrund ihres hohen Alters, ich habe sie sehr oft schon in der Hand gehabt, mehr Luftfeuchtigkeit abgekriegt haben, mehr Fett von meiner Haut und deshalb, boah, das ist in dem Winkel, wenn ihr hier oben was machen wollt, so schwer. Und deshalb kleben die mehr zusammen. Okay, erstmal der Worm in ganz, ganz langsam im Überblick und dann gehe ich ganz tief ins Detail. Wir halten die Karten erstmal nicht, so wie wir sie sonst halten, im Mechanics Grip, sondern wir gehen in den Straddle Grip und zwar hier oben an den Fingerspitzen. Ja, mein kleiner Finger wandert von hier an die untere Ecke, ja, das ist die Ego-Perspektive. Hier geht er hin und ich halte das an den Fingerspitzen, sodass mein Daumen weggehen könnte und die Karten würden trotzdem nicht runterfallen. Ich halte sie zwischen den vier Fingern. So, von hier aus mache ich erstmal einen Z-Grip. Dazu sage ich gleich mehr. Ihr seht aber das Z, woher der Name Z-Grip kommt. Mein Zeigefinger schiebt an der oberen rechten Ecke von mir aus gesehen die oberste Karte um 90 Grad raus in etwa. Jetzt kommt ein ganz komischer Part, denn ich rotiere meine Handgelenke jetzt umeinander. Ich sage da gleich alles ganz detailliert zu. Ich mache diesen Wackler. Ich schiebe mit meinem Daumen hier eine Karte raus. Und das sieht von vorne aus so aus. Ich nehme die Karte an. Ich öffne. Zack. Bin hier in der Worm-Position schön extended. Schließe das Ganze. Zack. Und mache einen Closer meiner Wahl. Das war jetzt erstmal der Worm im Überblick. Wie geht das jetzt genau? Ich hoffe, ihr seht alles gut. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Das hier ist der Worm. Also, wie gesagt, wir starten hier im Straddle Grip an den Fingerspitzen. Ja, ein Elevated Straddle Grip. Jetzt kommt meine rechte Hand von oben. Mein Daumen geht an die untere kurze Seite. Mein Mittelfinger oben rechts an die kurze Seite. Ich hebe mit meinem Daumen jetzt erstmal hier ein Packet hoch, wie ihr sehen könnt. Genau so. Mit meinem Mittelfinger breche ich jetzt hier noch ein Packet ab. Okay, hier vorne. Und mein Zeigefinger hält das mittlere Packet. Zeigefinger und Daumen, wie ihr sehen könnt, halten das Packet mit dem Peak-Ass hier. Das hier ist der Z-Grip, okay? Der Z-Griff sozusagen. Okay. Daumen öffnet hier unten. Mittelfinger hier oben. Das ist der Ausgangsgriff. Aus diesem Griff heraus tue ich Folgendes. Mein Zeigefinger kontaktiert jetzt oben rechts
die Ecke dieses oberen Packets. Ja, mein Mittelfinger und mein Ringfinger ist hier an der Ecke, mein Mittelfinger ist hier oben an der kurzen Seite. Mein Zeigefinger kommt hier hin und ich möchte jetzt die oberste Karte so rausschieben, okay? Falls eure Finger zu trocken sein sollten und ihr das nicht hinkriegt, dass sich die Karte bewegt, haucht einmal kurz eure Finger an. Sieht komisch aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Leckt die nicht ab, er soll nicht nass sein. Aber er soll ganz bisschen feucht sein und dadurch kann ich dann hier die oberste Karte gut rausrotieren. Okay, und das ist der nächste Schritt. Ich gehe in den Z-Grip, ich schiebe die oberste Karte 90 Grad raus und jetzt passiert etwas, was ein bisschen schwierig zu erklären ist. Mein rechtes Handgelenk rotiert jetzt runter und mein linkes rotiert hoch. Ich zeige euch das mal kurz von vorne. Mein rechtes Handgelenk bewegt sich jetzt nach unten, während mein linkes Handgelenk sich nach oben dreht. Ich war hier, ja, hier ist mein Z-Grip und gehe hier rein. Okay, und aus eurer Perspektive sieht das dann so aus. Ich bin hier und rotiere hier rüber. Meine Hand verdeckt das jetzt leider. Aber was passiert hier genau? Dieses Packet hier, das mittlere Packet vom Z-Grip, das rotiere ich um meinen Daumen. Seht ihr das? Mein Daumen ist der Drehpunkt. Jetzt ist der Daumen von oben auf den Karten und gleich nach der Rotation sind die Karten oben auf dem Daumen, so seitlich. Okay? Jetzt ist mein Daumen von oben und nach der Rotation sind die Karten seitlich an meinem Daumen. Daran könnt ihr euch orientieren. Ich öffne den Z-Grip. Sorry, ich muss von null anfangen. Es tut mir leid, ich weiß, ihr beschwert euch bei Card Street Tutorials immer. Ich muss das aber, ich kann nicht anders erklären. Also, geht bitte mit mir auf null. Auch wenn ihr euch langweilt, ist mir jetzt völlig egal. Wir gehen auf null. Ihr öffnet mit dem Daumen und mit dem Mittelfinger den Z-Grip. Ihr schiebt die oberste Karte hier 90 Grad raus. Okay, die zeigt jetzt nach links. Ich rotiere so rüber, dass ich jetzt mit meinem linken kleinen Finger hier die Karte kontaktieren kann, die ich rausgeschoben habe. Ja, also ich war ja hier und habe rübergedreht und mein kleiner Finger kontaktiert jetzt hier diese Karte. Ihr seht jetzt also, dieses Packet hier, das hier, das halte ich nach wie vor im Straddle Grip. Mein Daumen hier kann weg, theoretisch. Ich halte das Packet nach wie vor im Straddle Grip und bin in dieser Position. Falls ihr euch jetzt denkt, ey Matti, mach mal weiter, die Position wird unangenehm, glaubt mir, ihr werdet diese Position noch lieben lernen und ihr werdet ganz lange bitte üben, in dieser Position zu sein, denn wir müssen hier gleich hin und her wackeln, okay? Wir schließen einmal kurz alles, was wir bis hierhin gemacht haben. Einmal noch zusammengefasst, wir gehen in den Z-Grip, die linke Hand ist nach wie vor im Straddle Grip, ich schiebe die oberste Karte 90 Grad raus, ich rotiere das Ganze und ich kontaktiere die Karte mit meinem Mittelfinger. Und diese einzelne Karte hier halte ich jetzt zwischen meinem kleinen Finger, habe ich Mittelfinger gesagt? Kleiner Finger natürlich. Mit meinem kleinen Finger und meinem Zeigefinger hier halte ich die Karte fest und drücke sie gegen diesen Mittelfinger hier vorne. Das ist jetzt erstmal ein kleiner Pausenpunkt. Hier entspannen wir erstmal ganz locker. Macht euch locker, entspannt euch. Verliebt euch in diese Position, ihr werdet sie ganz oft üben jetzt. Aus dieser Position heraus machen wir jetzt einmal einen Wackler nach vorne. Meine linke Hand bewegt sich nach vorne, meine rechte Hand zurück. Zack, ich bin vorne. Ich gehe zurück. Das ist wichtig, denn diese Zurückposition brauche ich gleich. Also, ich gehe nach vorne. Ich gehe zurück. Ich gehe wieder nach vorne und in der vorderen Position passiert jetzt Folgendes. Mein linker Daumen kontaktiert jetzt hier dieses Packet hier, das in meiner rechten Hand ist zwischen Daumen und zwischen Mittel- und Ringfinger, das ich die ganze Zeit im Middle Grip halte. Hier kontaktiere ich mit meinem Daumen jetzt hier unten rechts die Ecke und ich schiebe eine Karte. Ups, jetzt rutscht mir hier eine andere Karte raus, das soll nicht so sein. Moment, ich drop die mal kurz. In meinem Fall die Kreuz 6, die schiebe ich jetzt nach vorne und ich rotiere sie an meinem rechten Daumen, wie ihr sehen könnt, als Drehpunkt, okay? Mein rechter Daumen ist der Drehpunkt und ich rotiere hier die Karte, okay? Also, von vorne sähe das Ganze so aus, mein rechter Daumen kann hier eine Karte vorschieben. Und weil wir jetzt alle in einer unangenehmen Position sind, schließen wir nochmal alles, machen unsere Karten sauber. Ich habe hier einiges fallen lassen, das war eine ganz blöde Position gerade. Und wir starten nochmal auf null. Ego-Perspektive, macht mit mir bitte mit. Geht nochmal auf null. Ich weiß, ihr seid ungeduldig, geht auf null. Ich gehe hier in meinen Z-Grip, drücke mit dem Zeigefinger hier die oberste Karte 90 Grad drüber.
indem ich einfach nach vorne ziehe. Zack. Genau so, könnt ihr gut sehen. Ich rotiere die rechte Hand runter, die linke Hand hoch. Ich packe die Karte hier mit meinem linken kleinen Finger hier vorne. Bin in dieser Position hier. So, warte. So könnt ihr das gut erkennen. Ja, da bin ich. Und aus dieser Position heraus gehe ich vor, zurück, vor. Mein linker Daumen kontaktiert die Ecke. Ich schiebe die Karte vor, rotiere sie an meinem rechten Daumen nach vorne. Ich mache keinen Cut hier. Ich rotiere sie nach vorne und ich nehme sie mit meinem linken kleinen Finger an. Das heißt, ich muss hier in eine ganz komische Position gehen. Ich war ja hier so quadratisch. Das war hier ein Quadrat. Ich droppe mal die eine Karte runter auf meinen Schoß. So. Ich war ja hier quadratisch. Ich schiebe die eine Karte vor und ich nehme sie mit meinem linken kleinen Finger an. Die einzelne Karte in der Mitte ist jetzt zwischen meinem linken kleinen Finger und zwischen meinem rechten Daumen eingeklemmt. Und jetzt findet nur noch ein Umgriff statt und dann können wir öffnen. Mein linker Daumen, der ja hier die Karte vorgeschoben hat, der greift jetzt dieses Packet hier, das hier, dieses Packet, das greift mein linker Daumen jetzt hier unten. Okay, hier unten greife ich das. Das heißt, ich halte jetzt das Packet nur zwischen meinem linken Daumen und meinem linken Zeigefinger in der Hand. Okay, ich will es euch richtig erklären. Ich mache es nochmal, falls ihr es nicht verstanden habt. Ich bin mir ziemlich sicher, einige haben es nicht verstanden. Nochmal auf Null. Ich gehe in den Z-Grip. Mein rechter Zeigefinger schiebt die Karte hier links rüber. Ich rotiere die Hände hier umeinander. Nehme die Karte mit meinem linken kleinen Finger an. Gehe vor, zurück, gehe vor. Mein linker Daumen schiebt die Karte hier raus. Ich nehme sie mit dem linken kleinen Finger an. Das könnt ihr jetzt hier ganz schlecht sehen, aber ihr könnt es erahnen. Und jetzt, mein linker Daumen geht hier oben an diese kurze Seite, nicht an die lange, an die kurze Seite und schnappt sich das Packet. Und jetzt bin ich in diesem Griff hier und jetzt kann ich alles langsam öffnen. Ihr macht gerade wahrscheinlich euren ersten richtigen Worm. Ihr seid jetzt zum ersten Mal in dieser Position hier und wir machen einmal alles zu. Und gehen noch einmal durch, was wir hier gerade gelernt haben. Es tut mir leid, es ist super schwierig, euch zu erklären. Aber ich möchte, dass ihr das genau versteht, wann wir was machen. Straddle Grip. Z-Grip. Ich schiebe die Karte vor. Ich rotiere umeinander, nehme die Karte mit meinem linken kleinen Finger an. Zurück, wieder vor. Mein Daumen geht hier hin. Ich schiebe die Karte nach vorne, nehme sie mit dem linken kleinen Finger an. Das seht ihr aus der Position schlecht. Aber ich packe mit dem Daumen hier das Packet und jetzt schiebe ich alles auseinander und bin in Worm-Position, wie ihr hier sehen könnt. Was sind übliche Fehler, die passieren? Erstens, achtet bitte darauf, dass ihr diese Einzelkarte so weit wie möglich extendet. Ihr wollt nicht hier sein am Ende, ihr wollt am liebsten hier sein. Ja? Ich zoome ein bisschen raus, dass ihr das besser sehen könnt. Also, ich gehe hier hin, zack, 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 ich schiebe die Karte raus und jetzt achtet drauf, ich will die richtig schön extenden. Seht ihr, was ich mit meinem Zeigefinger mache? Ich gehe hier beim Rausgehen wirklich mit dem Zeigefinger so weit raus ich kann und achtet drauf, anfangs macht ihr den Fehler, das ist beim Einüben okay, aber gewöhnt es euch ab. Jetzt seid ihr noch ganz verkrampft und haltet alles mit viel Kraft. Ihr wollt alles locker machen nachher, denn wenn ihr zu viel Kraft macht, dann verbiegt ihr hier die mittlere Karte und das sieht kacke aus. Wenn ihr hier sowas habt, das wollt ihr nicht und das sehe ich ganz oft. Ihr wollt die Karte nicht biegen. Macht euch ganz locker, ohne Großkraftaufwand, sodass die mittlere Karte schön gerade stehen kann, okay? Ein letztes Mal, da lasse ich euch damit in Ruhe. Macht mit mir mit. Wir kommen von oben. Z-Grip. Zack. Oberste Karte schiebe ich links rüber. Ich nehme jetzt hier den kleinen Finger an. Ich gehe vor, zurück, schiebe mir die Karte hier rüber. Zack, greife mit meinem linken Daumen das Packet und öffne und extende so weit ich kann. Und jetzt will ich schließen. Was mache ich jetzt aus dieser Position? Jeder von euch kann es machen, wie er es will. Macht euren eigenen Move draus. Am einfachsten wäre es jetzt, ihr macht einfach alles rückgängig. Das heißt, ich rotiere das hier wieder runter. Zack,
Ich schließe hier den Cut und ich schiebe die Karte einfach wieder zurück. Okay, und das sah in Performance-Geschwindigkeit dann so aus. Ich muss erstmal in den Worm reingehen. Zack. Und das hier wäre der Closer, der einfachste. Ist aber nicht wirklich schön. Was habe ich mir überlegt? Ich gehe in den Worm rein. Ich mache es einmal langsam, dass ihr mitkommt. Zack. Bam. Und ich mag jetzt am liebsten Folgendes. Ich rotiere die mittlere Karte wieder zurück. Droppe sie hier in das Paket, das ich hier im Straddle Grip halte. Moment. Bam, 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 bam. Aufmachen und jetzt. Ich rotiere zurück. Zack. Und jetzt werfe ich diese Karte, die ich vorgeschoben habe, auf das linke Packet drauf. Und damit ich jetzt in einer smoothen Bewegung bleibe, in derselben Bewegung rotiere ich das Packet hier weiter mit meinem rechten Daumen. Moment, ich zeige es euch. Ego-Perspektive, Mann. Mein rechter Daumen wandert hier runter und ich lege hier die kurze Kante an die kurze Kante. So, gehe hier hoch und droppe so das Packet, okay? Sieht total simpel aus, wenn man so erklärt, aber glaub mir, es hat einen total coolen Effekt. Ich bin hier im Worm drinne, also ich rotiere hier rüber, zack, werfe die Karte ab und jetzt gehe ich hier hin, bam. Boah, das ist langsam schwieriger zu machen als schnell. Deshalb mache ich es jetzt einmal kurz im normalen Tempo. Ich mache meinen Worm, ich schließe, zack, rotiere das rüber und droppe es hier drauf und das in sauber. Das geht mit älteren Karten wirklich sehr viel einfacher. Ich habe hier, wie gesagt, mein komplett durchgenudeltes Deck. Ich mache meinen Worm und ich schließe, werfe die Karte hier hin und jetzt rotiere ich hier rüber. Ich klippe das Ganze hier mit meinem kleinen Finger unten an der Kante. Und kann im Prinzip so, ihr seht das, ich halte das zwischen dem kleinen Finger und hier meinem Daumenballen. Ich kann es im Prinzip in jeder Position halten. Ich kann es auch in dieser Position halten. Ja, ich klippe das so ein bisschen, das macht es mir einfacher. Moment, ich war in dieser Position. Hier war das so in der Position. Ich werfe die Karte ab, rotiere das rüber, klippe es mit dem kleinen Finger und schließe. Und in Performance sähe das dann so aus. Zack. Zack. Und das sieht einfach nur nett aus. Das war der Worm von Dan und Dave Buck. Wenn es jetzt noch Fragen zum Worm gibt, schreibt sie mir doch einfach unten in den Kommentaren rein. Ihr kennt mich, ihr wisst, ich lese jeden Kommentar und ich beantworte auch alle Fragen, bei denen es Sinn ergibt, sie zu beantworten. Also einfach unten reinhauen und abonnieren natürlich nicht vergessen für weitere Videos. Wir sehen uns übermorgen zu einem neuen Video. Bis dann, euer Matti und tschüss.